gepflegter Freizeitspaß im Worringer Car Center. Jörg und Dragan widmen sich ihrem neuen Hobby, Poolspielen. Und auch hier gilt wie so oft, der Bessere gewinnt. Gewonnen. Quatsch, du hast nicht gewonnen. Na klar hab ich gewonnen. Blödsinn. Gib mir 10 raus. 10 Euro verloren, aber schon den nächsten Kunden am Start. Und der, cool, der Wagen, kommt standesgemäß vorgefahren. Was ist da für ein Stalken dran? Schülerlotsen Ausbildung. Habt ihr überhaupt einen Führerschein? Ja. Nee. Wo denn? Beim Popcorn-Bett essen gewonnen? Ich bin der Panzer. Matze. Ja, ich bin Ritze. Ritze. Echt, ja. Was wollt ihr? Ja, ich wollte mein Auto abholen. Was für ein Auto? Ford Galaxy. Ja, wie dein Auto? Das ist unser Wagen. Ich war letzte Woche hier, Mitarbeiter von euch. Alles klar gemacht. Anschlag 5-5. Hä? Welche Mitarbeiter? Der kann schon gar nichts ausmachen. Das Ding kostet 7 Mülle. Ist doch von uns. Für 5-5 geht gar nichts hier raus. Für 5-5 geht auch im Luxusautohaus HCC International nichts raus. Bülent Türhan versucht auf etwas andere Weise einen Hauch Sommer zu versprühen. Schließlich hat sich eine karibische Schönheit angekündigt. Denise, die Miss Karibin ist gleich da. Du weißt das, ne? Ich hoffe, du hast alles besorgt. Ich habe alles besorgt, was du gesagt hast. Ja, und die Schirmchen für Cocktails und so, ist alles? Die Schirmchen. Lass das mal liegen hier und besorg die Sachen. Und guck, ob ich gut aussehe. Ist das alles okay so? Ja, ja? Du siehst immer so okay, dann gib Gas, komm. Die schönste Frau der Karibik auf der Suche nach einem hochkarätigen Gefährt. Da dürfen hochkarätige Cocktails nicht fehlen, genauso wenig wie gezielt eingestreute Komplimente. Oh, die Sonne geht doch auf heute. Ja. Miss Reyes, Reyes Montero. Es ist ein bisschen schwierig, ja. Aber Sie können mich ruhig bei Vornamen ansprechen, Joanna. Sehr angenehm, Bülent. Prosecco, Champagner. Oh. Batida Coco. Batida de Coco. Wellnesswasser. Wir fangen mit Wellnesswasser an. Das ist gut. Im Tuning-Paradies TC Concepts gibt's eine Menge zu lernen. Ali Ekeci hält einen Vortrag in Sachen Felgenbehandlung. Auch bei Felgen, die auf dem Auto drauf sind, niemals auftreten. Tschechen, hast du mir noch kurz gefallen tun? Ein Kumpel von früher, der ist gerade nach Berlin, der will meinen Wagen kaufen, aber der will noch ein paar Sachen gemacht haben. Sollen wir vielleicht mal kurz rausgehen? Na klar, kein Thema. Da ist er. Was ist denn das, Alter? Ich weiß auch nicht, was mit dem passiert ist. Hey, servus. Ali? Ja, Micha, servus. Servus. Ja. Bist aber nicht aus Berlin. Nee, Bodensee, unten, Konstanz. Und du willst da was gemacht haben? Ja, da muss noch was gemacht werden. Es muss aufgepimpt werden, so richtig, weißt du? Was heißt das jetzt für dich? Ein paar andere Alufelgen, ein bisschen die Front verändern oder was ist das? Ach nee, so Tribals drauf, weißt du? Wie früher hatte ich da mal. Aufs Auto drauf? Genau, ja. Ich hab's zwar nicht gesagt, aber bis heute Abend hab da ein Date. Im Internet habe ich da jemanden kennengelernt. Geht das? Um eine Frau zu beeindrucken, brauchst du keine Tribals auf deinem Auto, weil so ein Arschgeweide braucht keine Sau. Also ich würde erstmal, wenn du ein Date heute Abend hast, was an deinem Äußeren machen, wenn du dich wirklich mit einer Frau treffen willst. Wie, was, warum ist es da kaputt? Markus, sag doch mal, was. Du hast dich ganz schön gehen lassen. Ich dachte, das wäre Berlin-Style hier. Nee, also mit Berlin hat das überhaupt nichts zu tun. Ich wohne hier seit meiner Geburt und ich habe sowas noch nie gesehen. Das sieht eher aus wie Pinocchio. Wolltest du dir vielleicht eine Zahlung geben? Nee, das ist mein Wettbewerbsauto. Was für ein Wettbewerb? Drift Challenge, IDS. Du Lutscher fährst IDS? Ja. Ach Quatsch, dein Vater vielleicht. Was ist denn IDS? Das ist Driften hier, Viertelmeile und Burnout machen hier und so Scheiß alles. Weißt du was, ey, weil du so cool bist, dann können wir ja um das Ding hier fahren. Machen wir einen Dreikampf. Was denn für ein Dreikampf? Viertelmeile, Burnout und Driften. Von mir ist auch 2/16 Meile, ist mir auch scheißegal. Echt, ja, lass mal machen, pass auf. Wenn wir gewinnen, dann musst du 7 Mille abdrücken. Und wenn du gewinnst, dann kriegst du das Ding hier für 5,5 Schleifen. Alles klar. Ja, spinnst du? Warte mal, das geht überhaupt nicht. Das ist mir scheißegal. Aber es gibt die und zum Zweiten haben wir überhaupt keinen Wagen. Den putze ich weg mit dem Matchbox-Auto. Komm mal runter, ich hab mein Gehirn ein, so ein Schwachsinn. Jungs, Auto besorge ich euch, kein Problem. Aber die 5,5 zahlst du jetzt an. Alles klar. Okay, dann bringen wir mit. Wann wäre das? In 2 Wochen, Recaro Days am Nürburgring. Alles klar, tschüss. Ja, wie kannst du denn eine Wette machen, so Schwachsinn? Zieh dir mal an, die putze ich mal weg, Mann. Ja, und? Sie hatten ja schon am Telefon erwähnt, es soll ein Porsche sein. Ja. Was Ihnen auch sehr gut stehen würde. Oh, danke. Ich weiß jetzt nicht, was Sie für Richtung erwägen. Wir haben hier einen wunderschönen Cayman mit Aero-Kit, gelbe Bremsanlage, sprich Keramik. Wow. Oder ein Cabrio mit PDK-Schaltung. Sehr schön, aber ich dachte, ein etwas größeres. Ich möchte ein bisschen mehr Raum haben, es soll praktisch sein. Ich muss im Alltag damit klarkommen. Wofür brauchen Sie so viel Raum, wenn ich Sie fragen darf? Ja, ich habe eine Modelagentur und wir sind durch ganz Deutschland in Events unterwegs, Paris, Mailand. Ja. Und da kann man sehr gut mit dem Auto fahren. Ja, dann kann ich Ihnen diverse Porsche Cayenne-Fahrzeuge mit Automatik
Das ist ein kleines Problem. Für mich Automatik fahre ich nicht so gerne. Ich brauche was in der Hand. Also. Ach so, das kann ich verstehen, in der Hand, ja. Und dann stehen wir vor einem Fahrzeug, welches Sie auch dementsprechend befriedigen wird. Ich habe mal eine Idee. Wenn er nichts dagegen hat, du wolltest ja Susan nachher noch ein bisschen bummeln gehen. Ich will shoppen gehen, ja. Dass du ihn vielleicht mitnimmst, ein bisschen berätst, hast du da ein paar Klamotten, wenn er nichts dagegen hat? Das wäre nett, immerhin. Pass auf, dann machen wir es so. Da du ein guter Kumpel von Markus bist, Grundvoraussetzung ist natürlich, dass du den Wagen nimmst. Ja, nee, nee, das möchte ich ja. Wo warst du denn die letzten Jahre, dass du so out bist? In CERN habe ich gearbeitet. Wo? In CERN, in der Schweiz. Bei den Teilchenmischern? Ja, da habe ich mitgearbeitet, das war ich. Ja, die sind aber ein bisschen an dir vorbeigeschossen, oder? Wie? Na ja, genau wie, das meinte ich damit. Okay, ich nehme ihn mit. Tuning einmal anders. Denn wer den Durchblick bei Autos hat, der weiß auch, was Frauen wollen. Ali kann auch Teilchen beschleunigen. Und zwar sehr große. Alter, willst du mich verarschen? Nee. Kräftig aufs Pedal treten auch die Driftfahrer der IDS, der International Drift Series. Ein Traum für jeden Vollgas-Junkie. Hier geht es um hohe Drehzahlen, qualmende Reifen und Fahrzeugbeherrschung. Für Jörg und Dragan geht es um 1500 Euro und die Ehre. Hey Jungs, schaut mal, da kommt mein Auto. Hey, servus. So, Micha, und du bleibst hier und baust keine Scheiße, hast du das verstanden? Hast du 1500 dabei? Ja, brauche ich nicht. Wie, brauchst du nicht? Ja, ich hab's ja da, aber für euch reicht's auch so. Ach Quatsch, du hast schon Schiss in der Box. Nee. Klar. Wo ist denn unser Auto? Nee. Da drüben. Ah, die alte Kiste? Nee, die alte Möhre, Kiste. Ja? Hallo, der ist weiter. Ja, ich, da fehlt doch ein Reifen, Mann. Nee, wir bereiten es gerade noch vor. So, hier eure Anzüge. Geht jetzt davor ins Zelt, zieht euch um. Dann treffen wir uns. Wir haben nicht viel Zeit vorne am Achtelmeilenstart. Und dann mache ich euch fertig. Wir brauchen noch nicht viel Zeit für dich, mein Freund. Pass schön auf mein Auto auf. Ja, ja, ist schon eine geile Kiste. Ey. Nee, aber es ist besser, wenn du fährst. Mit dir bewegt sich kein Meter weg, hör mal. Wie viel leichter wie du. Fette Front. Sehr fett. Ja. In einer wunderschönen Farbe, nordisch gold metallic. Sehr, sehr außergewöhnliche Farbe. Für eine außergewöhnliche Frau. Setz dich doch mal einmal rein. Mal sehen, was das Leder Ihnen sagt. Ihnen auch zusagt. Sehr schön. Es duftet sehr angenehm. Und genug Platz für meine Models habe ich auch. Die haben Sie, ja. Mhm. Vollleder-Interieur. Mhm. Es fühlt sich sehr gut an. Ja, was Sie in der Hand haben, ist eine Sechsgang-Schaltung. Gerne können wir das auf der Straße praktizieren, okay. Wie sich das Fahrzeug schalten lässt. Ja, lass uns das machen. Das ist Ihr Wagen, habe ich Ihnen vornherein gesagt. Sie kennen mich besser, als ich mich selber kenne. Schöne Damen gibt's hier, doch. Hier. Guck mal, die, guckt die mich an oder dich hier? Na, ich denk mal eher das Auto, oder? Ach so. Na gut, ja, vielleicht. Lektion 2, Selbsteinschätzung. Also, wenn du dich so in Berlin irgendwo hinbegeben würdest, die würden nicht alle auslachen. Tut mir leid, aber ja, ich bin ehrlich. So schlimm, ja? Ja, ja, ist voll schlimm. Oh, die Türken haben wirklich die Technologie erfunden für einen Zerner. Teilchenbeschleunigung. Ich glaube, ich habe das genau so ist es. Ich habe da 7 Jahre lang gearbeitet und hat mir nie einer erzählt. Von der türkischen Teilchenbeschleunigung geht es direkt zum Stylisten. Stylen wir mal ordentlich. Hast du ja schon wieder diese Cappy auf dem Kopf? Jetzt bist du im angesagtesten Laden von Berlin, Cocoon. Das ist der beste Friseur und Styler. Bin mal gespannt. Ja. Startschuss fürs Ganzkörper-Tuning. Du musst doch mal richtig Hand anlegen, wa? Komplettprogramm heute, Ali? Ja, aber volle Kanone. Oh, das wird schön sein. Alis Kunde hat am Abend ein Date. Bis dahin muss nicht nur sein Wagen auf Vordermann gebracht werden. In Berlin haben die Mädels hohe Ansprüche. Und Ali weiß genau welche. Alter Schwede, das ist ein Service hier, ey. Warte erst mal ab, Ali. Oh, das tut ja weh. Darfst du nicht daran denken? Ja, das tut trotzdem weh. Sag mal, wer schön sein will, muss leiden. Oder einfach nur eine Sonnenbrille anziehen. Ja, das gibt's doch nicht. Warte mal. Ey, Jörg! Nee! Alter, grüß dich! Super. Wie geht's dir? Ja, super. Hallo, meine Dragan, servus! Grüß dich. Was seid ihr hier? Ja, wir fahren Rennen. Haben ein bisschen was zu tun hier. Was? Ein Wettbewerb, ja klar. Und du bist nicht im Hockenheimring oder was? Nee, nichts mehr Hockenheimring. Ich hab hier Driftserie. Du bist IDS? Ja, wir sind IDS, wir driften hier. Ey, die Kisten gehören dir oder was? Ideal, absolute Rennfahrzeuge. Ja, ich drifte gleich auch, ja klar. Nee, hör auf. Ja klar, normal. Ja, Mann, ja, also, da bin ich mal gespannt. Komm, Scheiße, mach's gut. Wir sehen uns. Ist, auf jeden ciao, Fall. Ciao. Ey, der Hammer. Weißt du was, ey? Guck dir das mal an. Ich fühle mich wie bei Tage des Donners, ey. Jörg Cruz, ey. Ja. Jörg Cruz und das ganz große Rennen. Leider hat Kollege Dragan so gar keinen Sinn für Hollywood-reife Auftritte. Vor allem nicht zu Fuß. Komm, Cruz muss auch für 5 Kilometer laufen.
Der geht auch nicht seine Strecke ab, komm mal. Du sitzt da gleich im Auto, Mann. Ja, bis dahin bin ich guck, am Platz. Guck, dass du richtig Grip hast. Mach vorne hier die Reifen gleich mal. Die müssen durchnehmen, hast du gehört? Jungs, auf! Ja, kein Problem. Keine Zeit, Mann. Ja, mach mal nicht so die Welle. Jetzt hol ich erst mal weg. Komm doch mal rein. Ja, komm, lass mal Gas geben. Putz den weg. Putz den weg und weh, du schläfst, ey. Guck genau auf die Ampel, mein Freund. Auf die Ampel gucken und dabei auf Jörg hören. Da ist Multitasking gefragt. Das kann doch nicht sein! Das ist doch scheiße! Also waren die Reifen nicht warm genug. Das Einzige, was wir machen können, ist jetzt noch beim Burnout Wasser, Wasser, Wasser oder Öl. Damit das schneller durchhält. Aber das darf der andere nicht mitbekommen. Ey. Wir müssen irgendwas besorgen gehen. Komm, Mann, ey. So ein Trottel, ey. In Troisdorf geht's charmanter zu. Joanna, wie fühlen Sie sich in dem Fahrzeug? Wunderbar. Das also, ist doch wie angegossen, oder? Ja, ja, wirklich. Sie machen das auch sehr schön. Danke. Das Fahrzeug gibt Ihnen das im positiven Sinne auch zurück. Das werden Sie mit Sicherheit hören. Also es ist sehr sensibel. Das ist es auf jeden Fall. Genau wie die Männer. Sensibel, der zweite Vorname von Herrn Thürhahn. Joanna, in Ihrem Beruf, Model, wie lange sind Sie schon da aktiv? Seitdem ich 17 bin. Seitdem Sie 17 sind, also seit 2 Jahren. Ja. Sie sind ein Charmeur. Dann 3 Jahre. Aber es geht noch viel sensibler. Ja, fahren Sie etwas vorsichtiger, denn hier sind sehr viele spielende Rehe unterwegs. Oh, ich versuche, dass ich keine überfahre. Ja, aber das ist schön. Danke sehr. Schön ist mittlerweile auch Michael Kepler. Also du wirst langsam, du entwickelst dich von Ziege zum Schaf. Jetzt muss nur noch das Schafsfell runter. Tuning-König Ali Ekeci hat Sinn für wahre Schönheit. Wisst ihr, was ich mit Autos mache, das macht der Eiern mit Fahren. Es geht doch nichts über ein Komplett-Tuning. Und schon wird aus dem uncoolen Konstanzer ein cooler Berliner. So, und Ali? Es ist unglaublich, was man mit ein paar Scherenschnitten machen kann. Ah ja. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken soll. Danke dir. Nächste Inspektion geht auf mich. Ja, ja? Vielen Dank. Tschüss. Haben wir wieder einen Patienten gerettet, wa? Genau. Ja? Wir sehen uns, okay? Tschüss. Bye, bye, danke dir. Jetzt müssen wir bloß nach Klamottentechnik was hinbekommen. Da fahren wir jetzt zu meinem Kumpel Levent und. Dann bin ich gewappnet für den Abend. Genauso ist es, dann kann es vorwärts gehen. Vorwärts sollte es jetzt auch für Jörg und Dragan gehen, sonst sind die 1500 Euro futsch. Mensch, ey, du Lutschpumpe, du kannst ja gar nichts. So eine Scheiße, Mann, jetzt haben wir verloren. Jetzt müssen wir Burnout gewinnen. Komm, ja. Ey, lass mich das machen. Nee, ich mach den. Ja, mach mal das Kalamucki-Spiel. Komm, los. Einmal aber nur, okay? Ja, okay. Kalamucki, Spucki, Spucki. Oh. Hab ich gewonnen. Arschloch, ey. Habt ihr euch geeinigt? Ja, du hast doch nur Glück gehabt, Mann. Ey. Wir machen jetzt Burnout. So, der Micha gibt das Startsignal und dann geht's los, okay? Alles klar. Alles klar. Micha gibt das Startzeichen. Eins. Oh, drei. Die Reifen qualmen. Dank Jörg und seiner Wasserflasche qualmt es bei der Konkurrenz besonders stark. Und zwar nicht nur außen. Nicht dem Wagen, sondern Patrick geht hier die Luft aus. Zwischenstand 1:1. Ja! Cool! Geil, Dragan, ey, kannst du doch noch. Ha. Hey, Currywurst. Ja, Micha, hast du gesehen? Dazu. Ah, Jungs. War nicht so, falsche Reifen, irgendwas. Falsche Reifen, laber kein Schwachsinn, ey. Wir haben gewonnen, Mann. Jetzt kommt meine Disziplin, Twin Battle, da schlage ich euch. Ich habe eine super Idee. Ich besorge noch eine richtig geile Kiste bei IDS. Bring dir die Kiste weg und du gehst den Galaxy holen. Ich habe keinen Bock mehr herumzulaufen. Vom Laufen hält auch Miss Caribbean nicht viel. Ich bin froh, wenn ich im Fitnessstudio bin heute. Oh. Ja, ich bräuchte einen Massage. Ein richtiger Professionelle. Professionell, ich habe das mal gelernt. Wenn Bülent Thürhahn so gut handelt, wie er flirtet, hat er gewonnen. Zum unangenehmen Thema jetzt, nämlich dem Preis. Was soll denn dieser schöne Wagen kosten? Also das Fahrzeug können Sie mit nach Hause nehmen mit 114.000 Euro. 114? Oh, kann man da nichts machen? Was ich Ihnen für ein Angebot machen kann, sind 105.000 Euro. Mhm. Als Überraschung kriegen Sie von mir noch ein Fahrradtraining. Für mich und meine Models. Darauf trinken wir jetzt eine Caipirinha. Unbedingt. Vom karibischen Cocktail zum Berliner Instyling. Bist du schon aufgeregt?
Ja, aber glaubst du, ich kann da überhaupt reingehen? Wie mit den Klamotten, weiß ich nicht gerade, ob Dieter Brüller ist, aber mal gucken. Feller haben. Hallo, hallo. Was ist der junge Mann? Genau, den ich angekündigt habe. Einmal bitte. Komplett einkleiden. Genau so ist es. Na, dann legen wir mal los. So, da hätte ich mal. Mein erster Vorschlag wäre die Hose hier. Grau? Ja, nö. Nö, gut. Mir steht, weiß ich auch nicht. Nee. Dann hätte ich die schwarze hier. Nee, auch nicht. Hätte ich auch nicht, könnten wir. Tut mir mal eingefallen. Lass sie einfach ein bisschen freie Hand. Wenn sie sagt, das passt zu dir, dann passt es zu dir. Und du hättest einen Schnabel. Nee, gefällt mir nicht. Und so guck dir doch mal an, wie du aussiehst. Cool. Okay? Wunderbar. Dann brabbel nicht dazwischen. Und du frag ihn am besten nicht, sondern mach, wie du denkst. Ja. Tuning ist Tuning und Mode ist Mode. Von beidem versteht der Konstanzer wenig. Aber nicht verzagen, Ali fragen. Am Nürburgring geht das Boringer Car Center an den Start. Wo sind die denn? Guck mal, ein Polizeiwagen. Komm hier! Alles! Komm hier, gib Gummi! Renn-BMW gegen uralt Polizeiwagen. Wer das Rennen verliert, verliert 1.500 Euro. Von der Ehre ganz zu schweigen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Aber er ist Zweiter, scheiße. Besser als Letzter. Ey, du hast auch Kreide gefressen, mein Freund. Kreide gefressen und aufs Gaspedal getreten. Konkurrent Patrick weiß, wie er Hobby-Rennfahrer abhängen kann. Gib Gas, Jörg, komm! Jörg gibt Gas, aber zu Fuß und garantiert nicht am Steuer des Polizeiwagens. Guck das mal, wie der fährt. Der schafft das schon. Gib alles! Oh, der schafft das! Sieht ganz so aus. Schließlich heißt der Fahrer nicht Jörg. Alter, das ist so. Ja. Hey, Mensch, renn dich so rum, Mann. Der sitzt im Auto. Hey, dann erzähl ich euch später. Ein kleiner, schmutziger Trick und schon ist das Rennen gewonnen. Pech für Patrick. Und Jörg geht vorsichtshalber in Deckung. Im Nobel Autohaus HCC International fließt heute kein Champagner, sondern karibische Cocktails. Dank Schirmherrin Denise. Danke sehr, Denise. Sogar mit Schirmchen. Ja, natürlich. Du kannst schon Schluss machen. Ich komme hier allein zurecht. Alles klar. Vielen Dank. Wir heben mal unsere Gläser auf das gute Stück in Gold, was Ihnen auch sehr gut steht. Dankeschön. Ich hoffe, Sie haben sehr viel Spaß damit. Ganz sicher. Ich glaube, Sie haben mich sehr gut beraten und ich habe mich sehr wohl gefühlt dabei. Und ich denke, dass ich eine gute Entscheidung getroffen habe. Dankeschön. Mit Sicherheit. Salut. Salut. Bei den Berliner Tuning-Experten von TC Concepts wartet ein frisch getunter Wagen auf seinen frisch getunten Besitzer. Hey. Was? Wer ist denn das? Don Pellegrino, Alter. Wen hast du denn da mitgebracht? Wo hast du Michael gelassen? Ne? Schick sie so aus. Ja, ne? Und, willst du noch ein paar Travel haben auf dem Auto? Nee, du, das lassen wir mal lieber. Ich vertraue dem Ali, du voll und ganz, im Ernst. Also, wenn du irgendwas bist, dann bist du endlich in Berlin angekommen. Das ist Berlin-Style. Ali, vielen Dank für alles. Ja? Und heute Abend mit deiner Bekanntschaft wird schon klappen. So, jetzt gehen wir noch hin, machen den Vorvertrag fertig und dann ist alles schön. Alles klar. Kannst du dir noch ein paar Felgen anbieten? Markus, schenke ich dir. Na, super, so eine wird schon immer haben. Am Nürburgring geht der Polizeiwagen von Jörg und Dragan als erster ins Ziel. Jetzt muss nur noch der Fahrer ausgetauscht werden. Möglichst unauffällig. Versteht sich. Hey, Drecksäcke, ey. Da kommt der Loser. Oh Mann. Wie Mann. So sehen Sieger aus. Das war eigentlich so einfach. Du kannst gar nichts, ey. Brot kann schimmeln, aber du kannst gar nichts. Wo ist die Kohle, Mann? Komm, zack ich. 1,5 abgezählt. Ja, Gott sei Dank. Aber Schuss hier. Also. Don Currywurst, ey. Mann. Geil, oder? Ja, echt? Das ist scheiße. Wieso? Ja, jeden Euro werft er rein für die Zukunft, dass er weiter so Hobby machen kann und ihr zieht ihn so ab. Ja, was legt er sich auch mit uns an, ne? Ja. Ich meine, der kann wirklich eigentlich gar nichts dafür. Im Prinzip bist du da schuld, mein Freund. Nur wegen dir müssen wir so eine Scheiße machen. Was hab ich Bock drauf? Ja. Weißt du was, wir machen das ganz anders. Ich weiß du was, die Kohle bekommt er wieder, weil ich scheiße was auf die Kohle. Die zieh ich hier nämlich vom Lohn ab. Hey, komm mal her. Weißt du was? Was? Ich hab Scheiße gebaut. Warum? Kann ich dir sagen. Was ist das? Ja, das ist mein Double. Ich hab niemals gegen dich gewonnen. Ich meine, du bist der Driftkönig. Wie kriegst du deine 1500 zurück? Alter Mensch, du baust dir gerade was auf. Im Endeffekt, er hat die Scheiße gebaut. Der darf sie auch auslöffeln. Und jetzt lass uns einen trinken gehen. Aber eins musst du noch machen. Du musst mir auch unbedingt das Driften beibringen. Okay? Alles klar. Das ist nämlich geil. Jörg und Driften. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Sauber.